Heute treffe ich mich mit zwei ganz exklusiven Kraftpaketen, die es zusammen auf fast 700 Kilowatt, also 1000 PS Leistung bringen. Den Jaguar XKR und den BMW 650i. Die 6er-Reihe von BMW, die gibt es inzwischen in drei Karosserievarianten. Als Coupé, als Grand Coupé mit vier Türen und als Cabrio. Dem Wetter entsprechend habe ich mir heute die offene Version mit einem Stoffdach ausgesucht. In 19 Sekunden öffnet sich das Dach hier und das bis zu einer Geschwindigkeit von 40 km/h. Wenn das einmal passiert ist, was anfangs sehr lange dauert und hinten raus dann doch relativ fix geht, dann wird es aber auch höchste Zeit, die 300 kW des 4,4 Liter großen 8-Zylinder-Motors mal auf die Straße lassen. In 5 Sekunden beschleunigt der BMW aus dem Stand auf 100 Stundenkilometer. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 Stundenkilometern elektronisch begrenzt. Das 6er Cabrio wirkt nicht nur optisch sportlich. Auf der Landstraße erfreut der Bajuware den Fahrer durch sein agiles Fahrverhalten. Ja, der Innenraum hier im 6er BMW Cabrio, der ist ja irgendwie, ich weiß es nicht, also es ist nicht richtig sportlich, es ist aber auch nicht wirklich elegant, es ist alles sehr fett irgendwie, sehr dick, klobig und hier oben der Monitor. Der ist zwar sehr übersichtlich und auch sehr gut anzuschauen, aber er wirkt irgendwie wie aufgesetzt. Also, naja, so richtig gefallen tut es mir nicht. So viel also erstmal zum BMW. Kommen wir nun zum Jaguar XKR. Den habe ich mir entsprechend auch als Cabrio besorgt. Den gibt es auch als Coupé. Und der hat nicht nur mehr Motorleistung mit 375 kW, sondern auch das Dach ist ungefähr eine Sekunde schneller offen. Beim Starten des Motors fährt der Regelknopf für die Gangwechsel aus der Mittelkonsole. Das wirkt edel. Die 375 kW des XKR beschleunigen ihn in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 Stundenkilometern erreicht. Der Engländer überzeugt durch sein gutes Fahrverhalten und ein komfortables Handling. Das Cockpit präsentiert sich elegant. Also der Innenraum hier im Jaguar XKR, der ist sehr elegant, das muss man wirklich sagen. Also den Briten ist hier in der Tat gelungen, Eleganz und Sportlichkeit miteinander zu verbinden. Alles ist sehr schön integriert, auch wenig Bedienelemente, die irgendwie stören könnten. Sehr schön finde ich ja hier diese Verstellelemente für den Sitz. Also gefällt mir sehr gut mit dem Chromrand und dem Klavierlack in der Mitte. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Die Front des Briten macht unmissverständlich klar, ich bin ein Jaguar. Ansonsten gibt sich der XKR von außen betrachtet sportlich elegant. Die Lufteinlässe auf der Motorhaube unterstreichen diesen Eindruck. Der BMW wirkt bulliger und breiter als sein Kontrahent. Ansonsten gibt auch das 6er Cabrio durch die markante Doppelniere an der Front und die BMW-typischen Designelemente zu erkennen, aus welcher Schmiede er stammt. Vollständigkeit halber wollen wir nicht unerwähnt lassen, wie es
unter der Motorhaube aussieht. Hier haben wir den 4,4 Liter. Zwei Turbolader sind hier verbaut. Beim Jaguar XKR haben wir keine Turbolader, sondern Kompressoren, die das 5 Liter V8 Triebwerk noch zusätzlich anheizen. In Sachen Antrieb hat der Jaguar etwas die Nase vorn. Doch bei wem passt mehr in den Kofferraum? Beim Thema Ladekapazität sind Cabrios in der Regel ja eher knapp bemessen. Der BMW hat zwar den kleineren Motor, aber den größeren Kofferraum. Hier passt noch ein bisschen was rein, während beim Jaguar XKR das Ganze doch eher mickrig ausfällt. Beide Autos, die ich heute fahren durfte, sind schon sehr exklusiv. Das spiegelt sich natürlich auch im Kaufpreis wider. Der BMW 650i kostet in Deutschland ungefähr 95.000 Euro plus Extras. Der Jaguar XKR sogar etwa 114.000 Euro plus ein paar Extras. Aber so ein Auto kauft man ja nicht, weil man aufs Geld schauen muss, sondern weil es einem gefällt oder weil man auffallen möchte. Auffälliger ist auf jeden Fall der Jaguar XKR. Den sieht man im Straßenbild hierzulande doch um einiges seltener als einen 6er BMW. Und mir persönlich gefällt er aufgrund seiner eleganten Linienführung auch einfach besser. Und deswegen entscheide ich mich heute für den Jaguar.